Leben ist eine delikate Sache, Hüter. Hoffnung, Glaube, Liebe. Im nächsten Augenblick sind sie weg. Alles, was du zu beschützen geschworen hast, ist fort. Übrig sind nur Stille und Schatten. Und das Wissen, dass du hättest mehr tun sollen. Hätten wir Gaul besiegen können, wenn der Reisende nicht erwacht wäre? Und was ist mit der nächsten Gefahr? Oder der danach? Was dann? Der Reisende ist erwacht und ein legendäres Zeitalter angebrochen. Im Schatten des Lichts ist unser Universum ein wunderbar schrecklicher Ort. Wo ich einst Wunder sah, sehe ich nun Monster. Einer muss. Wir müssen. Das macht einen Hüter aus. Ihr schwebt da immer noch über der Stadt. Hüter sollen nicht ihre Vergangenheit erforschen. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Dank der Clovis-Bray-Technologie in dem Gebäude konnten wir im goldenen Zeitalter das System kolonisieren. Sie wollten Frieden für die gesamte Menschheit. Welch Ironie, denn sie bauten auch Rasputin, die absolut mächtigste Waffe im Solarsystem. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars begraben. Mit etwas, das noch viel schrecklicher ist. Moment, das war jetzt die ganze Erweiterung. Die Musik war halt schon wieder richtig geil, hey, fand ich. Bestimmt sieht das sowas, wo du erstmal die Tuss suchen musst und dann gegen den Kriegsgeist oder sowas. Das gleiche Destiny-Prinzip. Heim der Clovis Bray Forschungseinrichtung und verlorener Schätze aus dem goldenen Zeitalter. Dank der Eiskappen blieben diese Wunder jahrhundertelang verborgen. Doch die Rückkehr des Lichts des Reisenden ertönte wie ein Alarm durchs marsianische Eis und erweckte Gefahren, die man lange vergraben glaubte. Die Schlacht ist vorbei, doch Gauls Truppen, was von ihnen übrig ist, brandschatzen auf ihrem Rückzug. Und jetzt, da Kriegssatelliten bei Mars aus dem Orbit fallen, sind die Kabale natürlich auf dem Weg dorthin. Ich berechne einen Landekurs. Das ist der private Vorhutkanal. Hey Dave, hört mich jemand? Vorhutzugangscode 0306. Weg von meinem Geist, du Eif! Hüter fordert Verstärkung an! Wiederhole! Ich brauche hier unten Verstärkung! Diese Frequenz ist für offizielle Vorhutgespräche reserviert. Wer immer du also bist... Ach, Goldig, du hast einen von den verklemmten Geistern abbekommen. Verklemmt? Hier sind die Koordinaten für eine sichere Landezone. Beeilt euch! Okay, aber dafür haben wir einen bei dir gut.
Ich würde euch nicht herbitten, wenn es nicht echt notwendig wäre. Die gefährlichste Waffe im System befindet sich auf diesem Planeten und eine Schar-Armee will sie zerstören. Ich brauche eure Hilfe. Ja, schauen wir doch mal. Ich gesehen. Wohin gesagt, dass wir den beklemmten Geist haben. Die Marsoberfläche erreicht, Hüter. Was ist dein Status? Bist du in Sicherheit? Im Moment schon. Aber zwischen uns. Guck mal, wie das schon wieder darüber gezeichnet ist. Geht das dann schon nicht runter? Hier geht's doch lang, wo ich bin, oder nicht? Muss ich dich holen? Kriegssatelliten wie der dich bei deiner Ankunft fast erwischt hat. Seitdem ich hier bin, regnen sie vom Himmel, was normalerweise nur eins bedeutet. Rasputin? Krass, hier, wie das so aussieht. Das Zeitalter, von der du gesprochen hast? Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn es um Rasputin geht. Komm zur Einrichtung. Ich glaube, diesmal werde ich es aber nicht so zu... Was? Kampagne. Ich glaube, diesmal werde ich es aber nicht so suchten. Story-Kampagne und dann ist. Ja, je nachdem. Also, ich weiß halt, wenn ihr. Ich habe Assassin's Creed durch. Wenn ihr. Wenn keiner von euch online ist oder wir LOL spielen oder so, dann spiele ich, glaube schon. Nie weiter. Oh. Also ich, ganz ehrlich sagen, irgendwie macht's gut. Ja, aber sonst. Ja, ist halt Geschmackssache. Destiny ist halt eins der Spiele, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als die rausgekommen sind. Dann noch den neuen Raid und so weiter. Also ich glaube, da bin ich schon ein bisschen beschäftigt. Ich habe noch nie Schar wie diese gesehen. Soweit ich weiß, existieren sie nur hier. Ach echt. Ende. War schon am Ende. Viel zu viel Grinde gewesen. Boah. Mich auch so abkackt, vielleicht liegt das doch an mir. Ah, du hast schon noch was gesagt. Ich hab nur verstanden am Ende und dann nichts mehr. So. Am Ende war es mir irgendwie viel zu viel gegrindet. Ja. Aber jetzt haben die, glaube ich, schon ordentlich, also ein bisschen was dazwischen gemacht und dann muss ich auch so Nebenquests, und also muss ja nicht, aber gibt auch so Nebenquests und gibt auch so, dass du manche Waffen, die kriegst du nur, also durch Zufallsdrop in Raids oder in Strikes, aber wenn die Waffen ja, also haben willst, muss ich halt mehrmals machen, deswegen ist dann schon okay. Deswegen, ja, deswegen ja gebracht. Ja, aber trotzdem, also wenn du die Waffe halt nicht willst, dann reicht ja einmal. Ja, aber Story kann man schon machen, also bitte. Oh, das ist sogar ein gelber. Bisschen leid. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Vorhut zu Hilfe zu rufen. Nicht unbedingt die beste Idee. Zavala wird nicht glücklich darüber sein, dass wir bei Bray herumschnüffeln. Er will, dass die Vergangenheit vergangen bleibt. Aber wir müssen da rein, um herauszufinden, was mit Rasputin los ist. Rasputin. Ja, auch da wie so ein russischer... Oh, was, schon ein Boss oder was? Kevin Boss Time.
Ich habe eh alles ready, von dem ist egal. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich meine Ulti mache. Mit welcher Taste mache ich meine Ulti? Ich glaube mit F. Guck halt kurz. Ich habe keinen Bock, hier in den Boss reinzulaufen, damit ich gleich sterbe. Bin da nur Mobs rum. Ja, ist so. Ah. Da ist er hier. Ja, okay, ja, der geht ja schnell down. Haben ein halbes Magazin drauf, den gibt. Oh. Als nächstes? Eine Forschungseinrichtung aus dem goldenen Zeitalter. Ja, muss schon Level 26 sein. Guck mal, um das Zeug einzulösen, was gerade getroppt ist. Hey, ihr habt's geschafft. Scheint dich ja zu überraschen. Tja, waren ja auch echt viele. Aber ihr wart super. Kommt, lasst uns sehen, was sich da drin befindet. Außer Horden gefrorener Schafer steht sich. Ja, super ist F, Kevin. Was? Super Fähigkeit ist F. Ich hab gerade reingeschaut in die Einstellung. Klassenfähigkeit ist V. Also bei Titan das Schild beispielsweise. Bist du überhaupt Marvin? Ja, ich habe wahrscheinlich, weil ich gerade die Eichel reingeguckt habe. Jetzt lädt er erst wieder, jetzt bin ich da. Mein Rechner ist nicht so ganz fix. Boah, zu Post-Sniper.
Alles gut. Oh, da ist noch mal ein Gelbe, Kevin. Hm? Jo. Ich bin hier. Ich bin wirklich hier. Ich kann es gar nicht glauben. Clovis Bray, ich bin zu Hause. Der Hauptzugang ist verschlüsselt. Gut, dass ich ein paar Asse im Ärmel habe. Scheint ein Ding in unserer Familie zu sein. Personal identifiziert. Dr. Anastasia Bray. Willkommen bei der Clovis Bray Forschungseinrichtung, der berühmten Wiege der Erfindungen auf dem Mars. Du bist Teil eines wichtigen Zeitpunkts der Geschichte. Gemeinsam werden wir mehr als nur nach den Sternen greifen. Vergiss nicht, du bist Clovis Bray. Und Bingo! Sieht aus, als ob Rasputins Kern in einer separaten Struktur ist. Lust auf eine Erkundungstour? Dieses Gebäude ist riesig. Die Brays kleckern nicht, sie klotzen. Ich weiß nicht viel über meine Familie, aber so viel steht fest. Ich empfange verstärkt Char-Aktivität. Der Kern ist von ihnen umschwärmt. Okay, ich versuche auf die Sicherheitssysteme zuzugreifen. Was geht mit den Sicherheitssystemen? Ich arbeite daran. Augenblick. Kevin sagt gar nichts mehr, der ist schon wieder ganz im Destiny. Weiß auch nicht, aber mich fesselt das Spiel abartig. Der Anfang ist echt damit gut, aber das Grinding geht mir halt auf den Sack. Mag das nicht, bin nicht so der Fan von 20 mal die gleichen Level zu sehen. Ja, guck mal, hier sind wir noch nie hochgelaufen, so ein Schlauch. Okay, jetzt auch das erste Mal. Ja. Aber dann ist es auch gut. Wir haben ein Riesenproblem. Mach schon, Rasputin. Tu doch was. Hüpp. Die Walküre. Rasputins Waffe. Ich glaube, er hat uns gehört. Und nee. Eine Waffe oder was? Ja, nice. Endlich mal ein gescheiter Speer. Auch mit dem kann man im Fliegen nicht springen oder was? Oh.
Aber vor allem, der tickt runter, Kevin. Also zumindest bei mir. Kann man aber beim Springen auch schmeißen. Echt? Ich? Ah, hier hat es nochmal neu, okay. Das war cool gemacht. Ja, doch, stimmt, im Springen geht auch. Oh, du hast mit dem sogar einen Nahkampfangriff. Bitte? Du hast mit dem sogar einen Nahkampfangriff. Hua, boom! Oha! Anna, die Tür ist offen. Hast du? Das war nicht ich. Vielleicht lädt er uns ein. Er lädt uns ein. Ich bin immer noch nicht Level 26. Ich dachte, ich kann mir einen neuen Helm anziehen, aber nee. Du schon 26 geworden? Aber mir fehlt halt noch ein Viertel Level. Hallo, Hüter. Oh, Mist. Was bitte denkst du, machst du da? Hast du irgendeine Ahnung, wie gefährlich das Ding ist? Was wolltest du mit Rasputin anstellen? Rasputin ist Vorhutangelegenheit, Anastasia, nicht deine. Du hast hier nichts verloren. Entschuldigung? Du gehörtest in die Stadt. Doch statt an der Seite deiner Brüder und Schwestern zu stehen, als Ghoul kam, warst du hier und hast getan, was du immer tust. Und was du nie tun solltest. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich kam hierher, um die Menschheit zu schützen. Ist das nicht die Aufgabe eines Hüters? Es ist ein Krieg an vielen Fronten. Und man kann ihn nicht nur auf eine Art führen, Zavala. Hör zu. Du willst die gesamte Welt beschützen. Aber das ist unmöglich. Es muss einen besseren Weg geben. Und du denkst, Rasputin ist die Antwort? Er schweigt sich aus. Eine kaputte Waffe. Zu gefährlich, um unbeaufsichtigt zu sein und unberechenbar im Einsatz. Vielleicht stimmt das. Oder er hat einfach nichts zu sagen. Oder, ja, vielleicht haben wir uns nie die Mühe gemacht, ihn zu fragen, was er will. Ich habe keine Zeit, das alles nochmal durchzugehen. Es stand dir nicht zu. Es steht mir zu. Du verstehst die Verbindung nicht, die ich mit Rasputin teile. Hier, ich zeig's dir. Okay. Wir sollten echt herausfinden, wovon das ausgelöst wird. Kann ich euch sagen. Rasputin war nicht das Einzige, das auf dem Mars erwacht ist. Bam, bam, bam. Ja. Hellas Becken. Ist Hellas nicht irgendwie so Griechenland oder sowas? Da war doch ganz netter Einstieg, fand ich. Oh. Hm. Aber jetzt noch 2 oder 3 oder 4 Stunden brauchen für die Story, ist okay. Direkt mal 2 Bosse da gewesen. Wobei die waren relativ fixed down eigentlich.